So, los geht's. Dieser Schlittenfahrer fährt runter. Mich interessiert die Höhendifferenz, 5 Meter Höhendifferenz. Wie schnell ist er also? Ich mache es ausführlich. Gegeben ist jetzt die Höhe von 5 Metern und gesucht ist die Geschwindigkeit, Fragezeichen. Die Formeln sind die Energieformeln, also die Höhenenergie setze ich mit der Bewegungsenergie. Hier, E-Kin, so geht's. Also, E-Kin gleich, das heißt M mal G mal H gleich 1/2 mv². Also am Start hat er eine gewisse Höhenenergie und beim Ziel, da wird die Höhenenergie in die Bewegungsenergie umgewandelt und deswegen kann man das gleichsetzen. Und als nächsten Punkt kürze ich die Masse und es ist also egal, welche Masse er hat, die fällt hier weg. Und ich löse nach V auf. Ich mache dann jetzt nochmal, ich schreibe es ausführlich hin, GH gleich 1/2 V² mal 2. 2GH gleich V², die Wurzel. Und auf die andere Seite, V ist Wurzel aus, 2 mal den Ortsfaktor mal die Höhe, also V ist 2 mal die 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 5 Meter und die Geschwindigkeit, die dann rauskommt, sind, was habe ich denn, 10 Meter pro Sekunde ist ungefähr 10 Meter pro Sekunde, also ungefähr 36 Kilometer pro Stunde schnelle Radlgeschwindigkeit unterstreichen. Fertig, so geht's. Wichtig ist mir an der Stelle erst auflösen, also erst nach Buchstaben, V ist gleich und im nächsten Schritt einsetzen und die Einheiten nicht vergessen. Einheiten am Ende nicht vergessen, das genügt schon, man muss nicht in Kilometer pro Stunde machen und so läuft's. Und im nächsten mache ich gleich in dem Video. Ich könnte jetzt auch nach der Höhendifferenz fragen, das heißt in dem Fall. Gegeben ist hier die Geschwindigkeit, V ist die 100 Kilometer pro Stunde, gleich umrechnen. 100 durch 3,6, ungefähr 27, irgendwas ja, Meter pro Sekunde. Gesucht ist jetzt H, die Höhe, also los geht's. E, Pot, gleich E, Kin, M, G, H, gleich 1/2 M, V Quadrat. Und ich will immer diesen Ansatz. Ihr startet immer so und macht es immer so gut. Und dann wird immer die Masse gekürzt. Und ich möchte jetzt nach H auflösen. Also mache jetzt dividiert durch den Ortsfaktor G. Habe H ist Bruchstrich. 1/2 V Quadrat durch G ist gleich jetzt alles einsetzen. Quadrat nicht vergessen, da kommen dann so 39 Meter raus. Beurteilen wir ganz gut, das alles ist ohne Reibung. Ohne Reibung, das heißt, bei 39 Meter Höhendifferenz, also mindestens 39 müssen es sein, wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil ich ja hier Reibung habe. Genau, und so laufen diese Aufgaben immer gleich, immer das gleiche Schema.